part experiment and an assessment of the squad. So Fabian, ein großes Erlebnis für dich, dieses Tor. Beschreib bitte diese Szene, wie ist es dazu gekommen? Ja, ich glaube, wir haben den Ball nach vorne gespielt. Manchester United konnte den Ball erobern, hat aber dann einen Fehlpass gespielt. Ich antizipierte den Ball und ich bekam den Ball auf den rechten Fuß und schoss einfach mal. Der rechte Fuß ist bekanntlich nicht meine Stärke, aber trotzdem habe ich ihn gut getroffen. Und ja, so ein Traumtor in diesem Stadion gegen diesen Gegner ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, aber am Schluss ist auch ein bisschen die Enttäuschung da, weil wir nicht europäisch überwintern konnten. Erzähl mal ein bisschen, wie war das in diesem Stadion zu spielen gegen diesen großen Gegner? Ja, natürlich unglaublich für mich als 19-Jährigen. Ich bin noch nicht so lange Profi und dann gerade vor 80.000 Zuschauern eben gegen diesen Gegner ist natürlich unbeschreiblich und ich glaube, ich konnte viel lernen heute. Und jetzt bitte Ihre Fragen an Fabian Rieder auf Deutsch oder auf Englisch. Fabian Sanchines von Tamedia, bitte. Ja, gratuliere Fabian zu deinem Tor. Ihr habt es vorhin gleich gesagt, eben ein großer Gegner, großes Stadion. Zuletzt ist ja die Umstellung dann von Champions League zur Liga nicht so gut gelungen. Was stimmt euch jetzt zuversichtlich, dass das jetzt eher klappt, jetzt mit der nächsten Aufgabe Sion? Zuerst mal Dankeschön. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal probieren, diesen Schwung von der Champions League mitzunehmen in die Liga. Ich glaube, heute haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht hat das zweite Tor gefehlt und am Schluss hätten wir sicher mehr verdient. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt gut zu regenerieren und wie gesagt, den Schwung mitnehmen und gegen Sion ein Zeichen zu setzen. Weitere Fragen? Further questions? Entschuldigung, wenn ich gleich noch anhängen darf. Eben jetzt Europacup ist ja jetzt vorbei. Klar ist da natürlich eine Enttäuschung, aber ist es vielleicht jetzt gerade hinsichtlich für die Liga auch gar nicht mal so schlecht, dass ihr euch jetzt nur auf diesen einen Wettbewerb konzentrieren könnt? Ja, ich glaube, vom Kader her sind wir ambitioniert, dass wir beide spielen wollen, europäisch und Liga. Wir haben das ja die letzten Jahre gezeigt und wir haben es auch gut gemacht. Und ich glaube, die Enttäuschung ist schon da, aber vielleicht, ich weiß es nicht, können wir uns jetzt mehr auf die Liga konzentrieren. Und am Schluss der Saison wollen wir wieder zu oberst stehen auf der Tabelle. Silvan Henny bitte aus der Schweiz. Ja, danke vielmals. Gratulation, Fabian. Natürlich für das schöne Goal. Einfache Frage von uns. Was wäre noch mehr drin gelegen für dich? Zuerst mal Dankeschön. Ich glaube, es wäre schon mehr drin gelegen. Ich glaube, hinten standen wir gut, haben nicht viele Chancen zugelassen und wie gesagt, vorne hätten wir jetzt vielleicht ein, zwei Mal besser ausspielen können oder effizienter in den Abschluss gehen können und wenn wir das machen, können wir auch die 3 Punkte hier im Old Trafford mit nach Hause nehmen. Gibt es noch Fragen? Dankeschön. Sonst schließen wir hier ab. Besten Dank allen und it was a pleasure for us to be here, a great honor. Merry Christmas to all and Happy New Year. Thank you.